Begleitet von sintflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen hat der Tropensturm mit dem Namen Hillary am Sonntag Kalifornien erreicht. Das Zentrum des Sturms bewegte sich nach Angaben des Nationalen Hurrikanzentrums am späten Sonntagnachmittag Ortszeit in Richtung Südkalifornien und versetzte so die Region mit den Metropolen San Diego und Los Angeles in einen Ausnahmezustand. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hat für weite Teile Südkaliforniens den Notstand ausgerufen. Bilder aus Orten östlich von L.A. wie Palm Springs, die sonst eher mit Trockenheit zu kämpfen haben, zeigen überflutete Straßen. Der Sturm hat sich allerdings im Laufe des Sonntags abgeschwächt und war daher von einem Hurrikan zu einem Tropensturm herabgestuft worden.